und wieder mal herzlich willkommen hier im Rockhaus, hier in FS1, in diesem schönen Fernsehkasten. Wie ihr seht, wir sind heute wieder zu Gast im Rockhaus und zwar FS1 Goes Local Heroes. Heute spielen hier wieder heimische Bands auf und eine dieser Bands sitzt jetzt schon neben mir, Oberhauser und Schönecker. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ich glaube, die Frage erübrigt sich, aber wer sind Oberhauser und Schönecker? Schönecker, wir sind die zwei Oberhauser, wir sind Cousins. Ah, okay, gut. Und der Name, ist das dann so naheliegend gewesen oder ist das wirklich so, das sind wir? Das hat sich irgendwie ergeben, den ersten Gig haben wir den Namen gebracht. Dann ist eigentlich hängen geblieben. Das ist aber eigentlich das Beste, das Naheliegendste ist meistens das Einfachste. Ja, nur einen Namen haben sie nicht so bewährt und wir haben da ein bisschen was draufprobiert und es hat ein bisschen funktioniert. Monkey hat schon gegeben. Aber das ist, wir haben gerade vorher schon off-air gesprochen, ich kenne euch vom Namen schon ewig und deshalb freuen wir uns, dass wir uns endlich mal uns unterhalten. Es gibt euch seit 2013 und es ist so die gängige Bezeichnung des Post-Rock. Hat sich das jetzt ein bisschen schon geändert? Das sind jetzt die letzten 3 Jahre, ich sehe euch sehr selten immer. Reinster Post-Rock oder hat sich da inzwischen schon was hinzugefügt? Ich glaube, es hat sich schon einiges geändert. Wir kommen aus, also ich habe vorher schon lange in einer Band gespielt und der Gary auch. Und also es hat sich da schon einiges entwickelt. Wie soll ich denn sagen, wir tun uns immer schwer mit Beschreiben, wie unser Sound jetzt wirklich ist. Aber es hat sich doch außerkristallisiert, dass man einfach diese normalen Songstrukturen mit Vers und Chorus und so, dass wir das nicht wirklich drinnen haben. Von dem her haben wir uns gedacht, wir haben auch sehr viel so ausufernde Instrumentalteile, von dem her passt Post-Rock eigentlich immer noch, würde ich sagen. Eben, weil Post-Rock hat ja eigentlich auch die Möglichkeit eben genau so, wie Sie sagen, deshalb glaube ich, tanzen sehr viele Leute schwer damit, weil es halt einfach ein bisschen untypisch ist zu den, unter Anführungszeichen, normalen Hörgewohnheiten, sagen wir mal so. Das ist natürlich, ja, stimmt, ja. Also wir konnten auch theoretisch jetzt nicht auf ein Bierzelt spielen oder auf ein Rockfest. Das wäre spannend, glaube ich. Ja, glaube ich. Für Beteiligten. Post-Rock auf ein Bierzelt, ja. Manchmal finde ich die Musik schwer. Es gibt Veranstaltungen, wo es einfach Rockbands gefragt sind. Und da lässt sich die Musik echt schwer machen. Aber ich finde das gut, weil es gibt sehr selten noch Musik, wo man wirklich quasi sich einfallen lassen soll, um quasi in der Musik zu sein und nicht quasi als Konsumgut das anzusehen. Aber wegen Genre ist es immer ein bisschen schwierig, vielleicht fragen wir es anders, was fließt denn so in eure Musik eigentlich ein? Beim Post-Rock hat man meistens ein bisschen, also wenn man so zurückgeht in die 70er Jahre, ist das auch ähnlich, wenn man sagt, wie geht man an, also ob das jetzt thematisch ist oder was fließt für euch in eure Musik ein, wenn man es ganz metaphysisch fragt? Metaphysisch? Es muss, während dem Spielen muss das Feeling passen. Meistens geht es in dieselbe Richtung wie immer. Aber ja, man sitzt sich nicht hin und sagt, jetzt schreibt man so einen Song oder so einen Song und das muss auch so werden, dass wir fangen an zu spielen und der Rest ergibt sich. Und weil wir drei eine ähnliche Musik machen, geht es sowieso in die Richtung. Und so ergibt sich das Ganze. Also kann man sich das dann wirklich so ein bisschen so vorstellen, weil wie gesagt, meiste Leute gehen ins Studio und haben eine komplette Idee eines Songs. Das heißt, kann man sich das dann wirklich so vorstellen, man stellt sich einfach hin, fängt zum Jammen an und dann schaut man, was rauskommt. Meistens sind einer von den zwei Ideen daher. Also es gibt so eine Grundidee und daraus wird dann quasi dran gebastelt. Genau, und dann wird gejammt, oft was aus, oft wenig gut, so macht man das. Ja. Und es dauert oft, manchmal hat man innerhalb von, ich sag mal, einem Monat einen Song fertig und oft dauert es ein gutes Jahr, bis es sich entwickelt oder bis es passt oder bis man das Gefühl hat, es funktioniert so. Ja, ihr seid jetzt dann auf der Bühne des Rockers zu sehen, das heißt, man kann sich dann eher einen Eindruck machen, wie sich das dann live anhört. Wie schaut es jetzt aus? Gibt es eigentlich schon neue Musik von euch? Weil ich kenne zwei Records, würde man sagen, Veröffentlichungen von euch. Ah, ja. Oder gibt es ein Album? Ja, genau. Ein Album, okay. Das ist, glaube ich, aber auch schon eine Zeit aus 2014, glaube ich. 2014. Gibt es schon neue Musik? Im Winter haben wir im Sinn, wieder ein kurzes Thema aufzunehmen, quasi unsere ersten 3 Songs wieder, dass wir die versuchen, wieder hinzuspielen. Okay, das heißt, da wird es dann mehr noch geben.
Dann jetzt kommt die schwere philosophische Frage. Was ist denn der Anspruch an die Musik von Oberhauser und Schönecker? Also quasi, was ist euer eigener Anspruch und was soll es für die da Zuhörenden sein? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Ansprüche da wahrscheinlich. Für mich persönlich ist es schon irgendwie so der kreative Prozess, sage ich mal, vom Schreiben her und einfach auch, dass es eine gewisse Freude einfach bereitet dann und dass man das vielleicht dem Zuhörer umbringt sozusagen. Viel mehr muss es manchmal gar nicht sein. Ich meine, sicher sind die Texte dann irgendwie, sind auch unterschiedlich, was sie dann behandeln, aber genau. Was ist es für dich? Ja, für mich muss das kann. Ein Abend, der Anspruch ist sich selber von der Publikumseite her. Mir taugt es, wenn es ein Publikumtag. Und das ist, kann einmal so sein und einmal so. Also je nachdem, wo du spielst. Und es gibt Abende, wo alles super ist. Da taugt es dann selber halt auch voll. Und es gibt Abende, wo es nicht so läuft und nachher denkst du, naja, aber. Man kann sich das nicht so aussuchen, was für muss. Man ist zu dritt, drei Köpfe und das geht dann wieder in die Richtung. Man kann jetzt die ganze Zeit noch in Musik machen. Und, das, ja. Das sehe ich zum Beispiel nicht so. Also mir ist es ziemlich egal, wenn es am Publikum nicht so gefällt. Ja, mir kommt vor. Ja, obwohl das ja schon was ist, es ist ja schon immer Wechselwirkung. Also das ist zum Beispiel natürlich, was, wo dann Leute dann da stehen so mit verschränkten Händen und sagen, ja, das Konzert ist scheiße. Weil man denkt dann, ja gut, kommt ja auch irgendwo her. Nein, also das ist ja schon immer so. Aber mir kommt vor, das Lied ist einfach so, wie es ist. Und dann, wenn es nicht so gut angekommen ist, dann ist es auch okay. Also man schreibt es nicht fürs Publikum. Das kommt hier. Ja, dann haben wir jetzt schon zwei Sichten. Wie ist es bei dir? Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Ich habe die Frage vergessen. Anspruch an die Musik. Was soll es für dich sein? Was soll es fürs Publikum sein? Eine berechtigte Frage, ja. Ja, wie die Jungs schon gesagt haben, man kann sich eh nicht aussuchen. Es klingt irgendwie eh so, es klingt einfach nach uns. Aber wenn man sagt, man möchte jetzt so einen Song schreiben oder einen Pop-Hit oder so, irgendwie funktioniert das nicht. Es klingt einfach so nach uns halt einfach. Also, wenn ich einen Bass so greife und der Martin die Gitarre weiß und wir jammen zusammen, aber wir versuchen, dass wir irgendwie anders klingen. Und im Endeffekt jammen wir eine Zeit lang dahin und irgendwann klingt es wieder nach oben, also Schönecker. Dann liegt der Christoph noch seine Grufs drüber. Also, ich glaube, man kann da was will, es ist einfach unser Sound und wenn es einer gefällt, gefällt es uns voll. Wenn es den Leuten nicht gefällt, kann man halt auch nichts machen. Ja. Aber das ist schön, wenn die Band sagt, sie hat ihren Sound gefunden. Das ist ja sehr schön. Und man kann sich das anhören. Ihr seid jetzt dann gleich bei den Local Heroes live auf der Bühne. Ihr seid ja nicht das erste Mal hier. Nein. Trotzdem für Leute, die euch noch nicht kennen, wie sind Oberhauser und Schönecker live? Gut. Davon ist auszugehen. Ja, lass dich überraschen, aber das passt, das zahlt sich aus, ja, würde ich sagen. Ja, dann mit diesen Worten, glaube ich, es passt, es zahlt sich aus. jetzt viel Spaß mit Oberhauser und Schönecker.
Ja, danke. Wir sind Oberhausen und Schönecker. Wir freuen uns, dass wir wieder im Rockhaus spielen dürfen. Nächste Nummer nennt sich andere Wort. Thank you.
just escaping on the big amount. You can put your arms away, there's no buzz singing. You can eat your hat off, painted on walls. They step back, you step back. For an open band, we're wide awake, and we invented places. Oh, places. Crashed into places. You can eat pavements on their own. You can eat. You can eat. You can eat pavements on their own. Yes, you can eat. Or you can use. And you can use. And you can use. And you can use. We'll be right back.
Yeah.
motion of the train. To my mind, it's name. View is constant changing. It's constant waving.
From somewhere.